Du willst ein paar gute Spieler kaufen oder ein paar Packs öffnen, aber dir fehlen die nötigen Coins? In der Videobeschreibung habe ich für dich einen Link zu MMOGA. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 15 Karrieremodus mit AC Milan. Wir spielen heute, ja, gegen AS Rom im Tim Cup. Das wird wohl vermutlich, wie ich schon öfter mal vermutet habe, der nationale Pokal sein. Und ja, das wird hier eine krasse Geschichte. Ich hoffe mal, dass wir das schaffen. So, Schuss rein ins Tor. In den Korb, in die Tonne und jetzt ab aufs Feld und jetzt muss das laufen. Ich habe eben gerade ein bisschen Pause gemacht, so ein paar Minuten, ein bisschen auf YouTube rumgeschaut, ein paar Videos geschaut von PewDiePie und so weiter. Nach dem letzten Spiel, wo ja eigentlich gar nichts lief. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass es ein bisschen besser läuft. Oh, wieso, El Shaarawy, du hast den Ball. Den hatten wir doch. Da war ich dran. Er ist einfach rübergelaufen und hat so, okay, heute nicht. Tschüss. Das hätte nicht sein müssen. Oh, wir kommen nicht ran, wir kommen nicht ran. Cole. Auf der linken Seite. Gervinho mit der Flanke. Was? Ach so, abseits oder wie? Nö, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist. Sehr schön. Ah, was für ein beschissener Pass. Es geht wieder weiter. Sehr gut abgewehrt. Und sehr schlecht gepasst. Foul von uns. Okay. Sehr schön. El Shaarawy. Jawohl, jawohl, jawohl. Da ist das Ding drin. 1:0 nach 12 Minuten. Sehr schön da durchgesetzt. Zack. Und bam. Drin. Okay. Sehr schön. Sein zweites Tor hier im Tim Cup. Leider ist ja bei uns unser Kumpel ja noch lange verletzt. Er ist schon so lange verletzt, dass ich seinen Namen gerade nicht mehr im Kopf habe. Irgendwas mit Vieto? Vieto. Ja. Vieto meine ich. Der ist leider so lange noch verletzt. Der wird vermutlich auch einen Downgrade kriegen. Oder Abzüge in ein paar Attributen. Oh. Alter Finne. Ja, Schiri, verpiss dich bloß nicht aus meinem Weg. Vielen Dank. Und abseits. Steht er da und denkt, oh ja, hey, ne, wie geht's? Geh weg. Geh weg. Er mag aber nicht weggehen. Wie üblich. So, kurzer Ball, da. Da kamen wir. So, wenn es beschissene Optionen gibt, dann finde ich sie. Ich finde die beschissenen Optionen, wenn es eins sicher ist. Wenn ein ordentlicher, schöner, direkter Pass möglich wäre... Oder ein beschissener Pass, dann finde ich den beschissenen. Und es gibt Ecke, weil ich da irgendwie wohl dran war. Oh, stellt sich die Schiri da so in die Mitte. Gut. Ja, kann Young auch gar nicht hinlaufen, weil der Schiedsrichter sich wieder hinter ihm versteckt, damit er da über ihn fällt. Ja, ja, ja. das ist echt sehr witzig, wie das Spiel hier so läuft. Die Pässe und so weiter sind sehr lustig. Er will den Ball gar nicht, danke. Er denkt sich so, nö. Sauber, echt richtig schön. Ein gerader Pass, der eigentlich nicht so schwierig ist, anzunehmen, läuft er irgendwie rüber, kriegt das nicht klar. Dann entsteht hier so eine Chance und da wäre beinahe echt das Ding drin gewesen. Zum Glück konnten wir das noch verteidigen. Jetzt wird es hier nochmal schwierig. Wir versuchen, das abzuwehren. Okay. Wir müssen hier irgendwie mal... Oh. Warum denn zu ihm?
Ja. Abgewehrt oder abgefälscht. Das war nicht so gut. Dranbleiben. Ich verstehe jetzt nicht, wo ich immer mit den Spielern hinlaufe. Ich drück das gar nicht. Das ist echt sehr krass, wenn die anfangen zu sprinten. Sehr schön. Sehr schön, komm. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ficken 3000. Mann. Ja, ach. Ja, klar. Komm doch vielleicht noch einen in die Fresse. Also das Spiel macht mich heute ein bisschen aggro, ne? Okay, jetzt kommt hier die Turboflanke. Abgewehrt, es gibt Ecke. Komm schon. Gut, den haben wir. Unser LV. Ach, das ist doch irgendwie echt mega typisch, ey. Könnt ihr nicht einen Pass ordentlich spielen? Nicht einen Pass. Jetzt bitte, komm. Ach komm, Niang. Ah, ja, okay. Wir bleiben dran. Komisch, dass Niang da so langsam war. Sonst geht er immer richtig ab im Speed. So bang, bang, bang. Aber da kam er nicht ran. Und da war natürlich klar, dass die Verteidiger da noch ein bisschen besser dran sind. Es sieht jetzt hier im Moment nicht so gut aus, finde ich. Also wir führen 1-0, aber da ist, ihr seht hier, zwei. Wir haben null Schüsse, dafür haben wir ein Tor gemacht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie wir keinen Schuss haben, Kopfball oder was auch immer. Irgendwas werden wir doch aufs Tor gemacht haben. Wie haben wir den Ball reingekriegt? Es war kein Eigentor. Das ist echt strange. Also, irgendwas ist da bei FIFA nicht ganz richtig. Okay. Er ist nicht so schnell. Aber kann eine gute Flanke bringen. Kopfball von El-Sharawi war auch nicht verkehrt. Kann man echt mal machen. René Adler da am Tor ist natürlich aber auch saustark, ne? René Adler ist, glaube ich, hier auch geglitscht. Komm, zieh. Hat er sich den noch einmal zu stark vorgelegt, wollte da abziehen aus der Entfernung und dann, tja, die Geschichte, Ecke, kommt dabei was rum. Ich dachte, das Ding geht da rein gerade. Okay, krasser Shit, noch einmal zustellen. Ja, okay. Die nächste Verletzung. Ach, das ist doch nicht mehr witzig, ey. Das ist doch echt nicht mehr witzig. Weil das unsere komplette Mannschaft verletzt. Wie viele sollen wir denn noch verletzt haben? Also es ist doch echt lächerlich. In diesem Spiel ist ja jeder verletzt. Ist doch mega lächerlich. Ach, die dürfen noch den Ball behalten. Nix Fairplay. Ah, verstehe. Also ich verletze ungefähr 900% meiner Spieler. Ist doch echt mega lächerlich. Das geht mir richtig auf den Sack. Immer ist einer verletzt. Jedes Spiel verletzt sich einer. Wir sind richtig vom Verletzungspech geplagt. Also jetzt kriege ich langsam echt genug. Ich will die einfach echt nur noch weggrätschen, die Arschgeigen. Ja, jetzt ist es auch wieder drin. Komm schon. Es kann doch nicht sein, dass wir hier so abmongoen.
Okay. Natürlich. Ach komm, fickt euch. Ihr blöden Arschlöcher. Und er ist drin. Ja, Freistoß. Das ist doch echt langsam nicht mehr witzig. Was machen die denn? Grätschen nicht, nein. Aber die kloppen uns weg. So, jetzt Freistoß, Tor. Sehe ich schon kommen. Sehr schön. Wechsel bitte. Müssen hier Malanda auswechseln und Boli kann eigentlich auch nicht mehr so wirklich. Ihn hier bringen wir ein, Monto. Vielleicht Menes mal da ins offensive Mittelfeld. Okay. Drauf, komm. Ja, ach. Oh, meine Güte. Ey, Schiri, verpiss dich doch. Das ist doch Blödsinn. Ja, der ist 100% drin, oder was? Ja, was ist das denn? Ey. Ach, fuck you. Das ist doch Pisse, das Dreckspiel. Wo passe ich denn da hin? Das gibt's doch gar nicht. Das geht mir richtig auf den Sack gerade hier. Das ist doch völliger Schwachsinn. Das ist super Handicap, oder was? Alles pfeift gegen uns und die Spieler sind plötzlich Brainfuck, oder wie? Meine Güte, ey, ich hab gar... Hier, bam. In die Fresse, du Arsch. Können die sich auch mal verletzen? Ja, rot, tschüss. Ist mir jetzt auch egal, also es geht mir richtig auf den Sack. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber es geht mir gerade richtig auf die Eier. Es geht mir richtig auf die Eier, das Spiel. So, komm, jetzt ziehen wir durch. Naja, den hat er wenigstens noch erwischt. Mit ein bisschen Glück, 2:0, rote Karte. War übertrieben von mir. Es ärgert mich einfach nur, es ärgert mich. Wie es halt manchmal einfach super mega beschissen steht oder läuft oder was auch immer. Und das tut auch nicht nötig. Abwehrriegel. Okay, weg. Es ist doch echt klar. Was ist mit dem falsch? Was läuft denn da anders? Wieso? Was für ein blöder Huso, ey. Was für ein dummer Hurensohn ist da denn in der Verteidigung? Wo spielt ihr den denn hin? Es steht Decilio direkt neben ihm. Es ist einfach lächerlich. Es ist einfach lächerlich. Das ist unglaublich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum die so krass doof sind. Oh, nee. Danke. Oh mein Gott, ey. Verpisst euch aus meinem Weg. Kannst denn... Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht... zu doll. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe es schon, komm. Ich sehe das Ding. Da werden nochmal 3 Stunden nachgespielt, damit der noch das Tor schießen kann, der Gegner. Nicht? Herzlichen Glückwunsch. Richtig herzlichen Glückwunsch.
Läuft ja auf jeden Fall richtig gut. Machen wir mal direkt weiter hier. Ich hoffe, das ist fast jetzt. Nicht noch irgendwie ein Rückspiel oder so. Aber wir sind weitergekommen, als ich gehofft hätte. Also wir wollen da nicht. Spieler verkauft. Jo, weg. Spieler ver... Ja, richtig. 3 Monate, der nächste kaputt. 1 Spielsperre. Okay. Das ist nice. Also, ich verstehe nicht, wie... Erstens, wir haben jeden zweiten Tag ein Spiel. Dann verletzt sich jeder. Warum haben wir in dieser Zeit denn so viele Spiele? Ich verstehe das nicht. Guckt euch das mal an. Na gut, 2-mal die Woche ist okay. Kann ich verstehen. Aber hier ist es ja praktisch... Auch hier schon 3. Eigentlich ja... Unendlich oft hintereinander. Das ist ja übertrieben krass. Okay, letzten 24 Stunden kommen gleich. Wir gucken, was gibt es hier. Angebot zurückgezogen, Turnierpreisgeld. Das ist natürlich nicht so krass. Ja, Rami verletzt, 3 Monate. Wollen wir auch mit dem, wir haben ja Share. Und dann stellen wir rein. Bonera, ne? Montolivo ist rot gesperrt, warum auch immer. Für ihn. Ja, also schon 3 Verletzte. Ist schon mal nicht schlecht. Ja, Cristante stellen wir rein. Zack. Elshravi, Niang. Okay, gut. Dann lassen wir das so erstmal. Mines könnte vielleicht in den Sturm. Sehr schön. Gut, dann lassen wir das erstmal so. Ich sag danke fürs Einschalten, auch wenn es heute mega beschissen war. Also es ist, das stinkt echt mega krass. Das stinkt einfach nur, das Spiel manchmal. Hab echt keine Ahnung, warum und wieso, aber ist halt so. Sampdoria ist unser nächster Gegner. Wir gucken, wie es da in der nächsten Folge läuft. Ich sag danke, macht's gut, bis zum nächsten Mal.